Freiers zum Gruße, meine Freunde aus dem Wald. Was macht ihr jetzt? Ich tue nur so langsam essen, schauen wir in die Richtung einmal. Mehr mache ich aber nicht. Es ist natürlich schon ungut, so in der Wildnis, so aus dem Dunkeln zu wissen. Ja, man weiß nie, was da kommt. Man weiß nie, was da kommt. Ich kann schwer von. Nein, ich tue schon noch essen. Aber du bleibst dort, wo du bist. Ich bleib dort sitzen, aber ich tue sich weiter essen, sondern ich tue nur so schauen. Ich könnte aber auch aufstehen. Aber ich sitze noch. Anderen sollen? So. Ja, die Hände so aus auf meinen zwei Rapieren ruhend. Ah, ja. Das magst gar nicht? Nein. Ach so. Er ist in der Stadt dann, okay. Weil ich mir da meine Waffe abgeben muss. Ich freue mich da immer so drauf, wenn das passiert. Und ich halte so aus reiner Gewohnheit oder weil mir das einfach Selbstsicherheit gibt, halte ich so meine zwei Hände. Selbstsicherheit ist auch eine gute Sache. Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist meine Lebensversicherung so. An meiner neuen Elfenklinge in der rechten Hand und mein Rapier in der linken Hand. Und ich möchte diesen vermeintlichen, möglicherweise Feinden nicht den ersten Zug überlassen, deswegen gehe ich auf sie zu. Mhm, kannst du natürlich machen. Ihr geht's beide zu, du bleibst sitzen, du kriegst das ich mit, schon mit ja. Aber du siehst nicht mehr, das seht jetzt nur ihr zwei, okay? Okay. Nun erkennt ihr drei menschliche Gestalten, die langsam vom düsteren Wald aus in eure Richtung kommen. Etwa 8 Schritt vor euch, oder du gehst ja auf sie zu, bleiben sie dann aber stehen. Plötzlich höret ihr eine tiefe männliche Stimme in eure Richtung. Naja, Arschlöcher, ihr seht mir ja so aus, als könnt ihr deine ordentlich aufs Maul vertragen. Nachdem er gesprochen hat, spuckt er provokant zur Seite, dann blickt er euch mit finsterer Miene entgegen. Kann ich ausmachen? Als ich das höre, na ihr Arschlöcher, man hört ja schon in der Dunkelheit, also ganz still. Naja, Arschlöcher. Dann gehe ich schon meine Schüttel am Boden, richte mich auf. Ja. Geh in die Kutsche raus! Setz dich aufs Pferd! Und dann jetzt wohl mit dem Bogen, bin schon nach hinten, natürlich, ja. Keine Frage, aber ja. Du gehst ja, ihr Arschlöcher, das ist das Wort, das ist für mich klar, okay, so werden sich beste Freunde sein vielleicht. Mhm. Ich werde schon meine Schüssel abschirmen, meinen Bogen auch bereit machen, aber ich bleibe noch hinten stehen. Mhm. Ihr steht vielleicht so kurz da, du blickst ihm so an, so quasi vielleicht anderen kommen, aber anderen steht man so mit der Landfrau. Das tun? Also kann ich was machen? Ja, du bist dran. Ich warte eigentlich darauf, dass du irgendwas sagst. Bevor du aber irgendwas sagen kannst, plötzlich wandelt sich sein Blick zu einem breiten Grinsen, wobei ein lautstarkes Gelächter von allen drei folgt. Hast du die Gesichter gesehen? Ja klar, die Hosen waren gestrichen voll. Oh Mann, ich riech's bis hierher, hört, sagt der andere. Der Redner der Gruppe, der euch das... Naja, Arschlöcher gesagt hat, kann sich dann auch wieder zuerst fassen und Luft holen und sagen, an meiner Begrüßung sollte ich wohl noch dringend arbeiten, nicht wahr? Also, mein Name ist Boris Jortimo und das hier sind meine zwei Pfosten, Ulrich Proto und Rudolf Weid. Wie sind eure Namen, Reisende? Seht ihr mich auch, oder seht ihr mich nicht? Ich bin noch ganz hinten, oder beim Lagerfeuer. Ja, aber dann sehen sie dich, du bist quasi in der... Scheinwerfer beleuchtet. Okay, ich nach vorne. Aber sie bleiben stehen, also es sind so 6 Schritt, die euch trennen jetzt noch. Sie sind stehen geblieben und sie haben voll gelacht, ja, also das war so ein... Ist Bewaffnung zu erkennen? Dann machen wir mal eine Probe auf sinneschärfe Sicht, aber dieser Schwert um -1 in Dunkelheit. Kurs 1. Mhm. Also... Du betrachtest die drei von der Entfernung aus, das aufgrund der Dunkelheit auch nicht so leicht ist, aber dennoch lässt sich was für dich erkennen. Du kannst mir auch eine Probe machen, wenn du möchtest. Gell? Wir stehen ja vor dir. Nein. Zweihandwaffen, ein Schild oder eine Fernkampfwaffe kannst du komplett ausschließen. Mhm. Aber sie haben so einen Mäntel an, ja, weißt du, es ist angenehm, also ja. So einen luftigen Mantel an, ja. Aber was sie da runtertragen, wäre jetzt nichts. Und runter könnten sie alles tragen, aber ja. Sie hat jetzt kein Schild oder einen Bogen geschultert oder sowas. André Bernheim ist mein Name. Aus Ellenwiener, den Flusslanden. Oh, aus Ellenwiener, sagt einer von ihnen. Schau mal ein bisschen so skeptisch, wenn ich das rüberrufe. Und ihr? Fragt der Boris, quasi der Redner der Gruppe irgendwie. Ich bin Kurt Zanderlon. Kurt Zanderlon, von wo kommt ihr? Andergast. Ah, Andergast, Drecksloch. Oh, tut mir leid, sagt man.
Okay. Ihr könnt jetzt eigentlich Freunde werden. Und der da hinten? Ich stehe ganz hinten. Ja, okay. Sie sehen dich, sie fragen die anderen zwei. Und der da hinten? Okay. Das ist Dymion Diulfaran, das ist unser Haustier. Haustier? So wie meine zwei da neben mir. Und die anderen so, hey, ist ja aufwendig, so zu reden über uns. Nur ganz kurz, ihr seht den Redner eben der Gruppe, den Boris. Ein etwa 40 götterläufig alter, kräftig gebauter Mann, der sichtlich schon vom Leben gezeichnet wurde. Denn einige schon teilweise ältere Schnittwunden zieren sein kantiges Gesicht, wobei aber das auffälligste Merkmal seines Gesichtes seine zur Hälfte nur noch eine Nase hat. Also die Hälfte der Nase fehlt ihm irgendwie so. Also man sieht da quasi so ins Loch quasi hinein. Der Rest seiner Nase ist komplett vernarbt. Also es ist, fehlt wirklich so ein Stück Nase. Also es ist auch so wie bei dir jetzt, wenn man so, oh, das Auge fehlt, ist auch bei ihm so, da fehlt ein Stück, da fehlt die Nase eigentlich. Gekleidet ist er mit einem schwarzen, wie gesagt, zugeknöpften, leichten Mantel, der im Wind so leicht flackert. Seine zwei Gefährten hinter ihm sehen nicht gerade jünger oder besser aus. Beide scheinen ebenfalls im gleichen Alter zu sein wie Boris. Wobei Olrich von der Körpergröße eher der kleinere zu sein scheint oder definitiv auch ist. Auch auf ihren Gesichtern lassen sich einige geschichtliche Spuren, möchte ich fast sagen, sind zu erkennen, Narben. Auch Olrich und Rudolf sind mit einem leichten Ledermantel gekleidet. Nachdem ihr euch vorgestellt habt, sagt Boris, freut mich euch hier am Fuße des Finsterkamms kennenzulernen. Dürfen wir näher kommen oder sollen wir wieder zu unserem Lager zurückgehen? Erst würde ich gerne wissen, was ihr zu so später Stunde hier im Wald treibt. Jagen, sagt er dann. Was jagt man um diese Uhrzeit? Am Abend sind immer ein bisschen ein paar Tiere unterwegs. Hasen, das weißt du auch, sind auch gerne auch nachtaktive Tiere, ja. Also das hörst du von mir aus, ja. Mhm. Oder du hörst es sicher, es ist ja jetzt nicht laut oder so, oder? Unser Nachtlager haben wir vor kurzem nicht unweit von hier aufgeschlagen. Wie gesagt, wir reisen immer abseits der Hauptroute über den Finsterkamm, da es dort bis jetzt zumindest immer sicher war. So, Jägersmänner also? Nicht Jägersmänner, sagt er dann. Wir drei sind von Iramis aus aufgebrochen, um die Stadt Nordhag zu erreichen. Die dortige Schneiderei erwartet exquisite und kostbare Stoffe sowie Lederutensilien, welchen wir auf direkten Weg mit uns führen. Welchen Auftrag wir dann von dort dann bekommen, das wissen die Götter, sagt er dann. Mhm, verstehe. Was ist euer? Und der eine schaut dann so, bei den fetten Titten meiner alten Mutter, ist das eine Kutsche. Wow, sagt er dann. Das sagt dieser kleine Typ da. Ich auch nicht. Wir könnten uns ja hinsetzen. Ich hätte einen kleinen Schnäpschen hier. Jetzt nicht das Beste. Es ist nicht das Beste, sagte dann der Boris. Und so. Es ist nicht das Beste. Aber... Ihr jagt? Und die ja, wir haben es zumindest probiert. Erfolglos bis jetzt. Okay. Wer kann vielleicht mit einem Bogen umgehen? Weil ich sehe keinen Bogen bei euch. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wir haben keinen Bogen, wir haben es einfach mal probiert. Wollt ihr den Hasen fangen oder was? Wir probieren es, wie es geht. Lächelt leicht, okay. Ich schaue meine zwei Gefährten an und wie wir einen komischen Blick halt zu ihm. Ne? Mhm. Das passt mir nicht zusammen, weil ein Hasen jagen ohne Bogen ist wohl schwer. Ne? Wo habt ihr gesagt, steht euer Lager oder wo ist eure Kutsche oder die Wand? Keine Kutsche, wir haben nur einen Handkahn. Um die 300 Schritt weiter weg von euch, 400 Schritt. Da ist so ein kleiner Pfad. Und ihr geht mit dem Handkahn von Iramis nach Nordhag. Ich weiß ja ungefähr die Distanz, oder? Mhm, ungefähr, das, ja. Ist das normal? Ja, abseits der Wege ist uns das sicherer, ja. Inwiefern sicherer? Wenn wir so eine Kutsche hätten wie ihr, dann würden wir natürlich gerne auf so einen gut befestigten Pfad reisen. Ja, aber wovor habt ihr Angst auf den Straßen? Es gibt immer wieder Diebesleute. Seid ihr noch keinem begegnet? Ja, vielleicht euch, mit Lach dabei. Und ja, das kann natürlich sein, da habt ihr recht. Ja, zumindest bis jetzt und heute noch nicht. Wenn ihr wollt, gehen wir wieder.
Oder wir teilen uns ein Schnäpschen. Habt ihr schon was gegessen heute? Ihr drei seid auch gut bewaffnet. Wir sind auch bewaffnet, sagt er dann und öffnet dann seinen Mantel. Und man sieht da kurz Schwerter tragen, alle drei. Und auch einen Dolch. Das passt doch nicht, das stimmt. Ob wir schon etwas gegessen haben? Ja. Leider nicht. Wir haben zwar noch Proviant mit, das ist schon klar. Hartwurst und sowas, Brot. Aber mein jagdbegabter Freund, schau so rüber, Kord hat uns heute einen Gebirgsbock erlegt. Einen Gebirgsbock habt ihr erlegt? Moment, die sind ja gar nicht heimisch. Ja, genau. ihr dürft es kommt von ihnen kommt eher so eine... Sie geben euch eigentlich immer Antwort, ja, aber ihr drei seid eher so... Ja, das stimmt irgendwas nicht. Stimmt irgendwas nicht, nicht böse. Also, was haltet ihr davon, wenn ihr euch zu uns ans Lagerfeuer setzt und ich gehe mit einem von euren Freunden und hole euren Karren zusammen? Unseren Karren wollt ihr mitholen? Ja, sicher dann. Ja, ihr sagtet, ihr habt ja tolle Stoffe liegen, dass ihr einfach im Handkanon liegen. Nein, wir haben noch einen am Lager sitzen. Ach so. Ja. Wir sind nicht nur zu dritt, wir sind zu fünf. Okay. Ja, also wir könnten ja theoretisch... Wir können auch wieder gehen, sagt er dann. Und sie drehen sich zurück, das ist kein Problem. Nein, es ist... Nein. Das ist ungewöhnlich, seid uns nicht böse, es ist ungewöhnlich. Also, wir sind ein bisschen vorsichtig, also wir sind gebrannte Kinder, wir kommen aus den Orklanden und... Nachdem aus den Orklanden direkt. Ne, ihr wart ja auch in Lowangen oder Iramis. Lowangen waren wir auch schon mal, ja, aber diese Stadt, ich sag, also. Da sind wir einer Meinung. Nichts. Deshalb sind wir jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich verstehe es auch, wir wollten euch auch nicht erschrecken, sagt Boris dann. Zu spät! Du kannst mal eine Probe auf Menschenkenntnis würfeln. Du bist nämlich gut in Menschen. Ihr könnt mir alle eine Probe auf Menschenkenntnis machen. Ich wollte eh schon fragen, aber. Er könnte eine Zimmerpflanze sein. Ja, genau. QS3. Sie scheinen mit offenen Karten zu spielen. Und dann holt euren Freund her mit dem Handkram zu uns. Ich habe ja noch einen Gebirgsbock, ich könnte euch gerne was zu essen machen. Wir können es Ihnen noch bringen, sagt er dann. Wir wollen nicht lange bleiben, wir müssen ja selbst auch noch wieder zurück. Ja, aber wenn das wirklich so eine gefährliche Gegend ist, dann wäre es doch am besten. Wir haben kein Lagerfeuer brennen, sagt er dann. Wenn man Lagerfeuer brennt, ist man in der Entfernung schon leicht auszunehmen. Wir haben ja, er hat euch auch was gezeigt. Ja. Wir haben ja eigentlich kein Lagerfeuer. Na, Lampe hast du gemacht. Ja, aber wir haben die Öllampen angezündet. Ja. Das Feuer ist ja drinnen in der Kutsche. Ja. Das sollte jetzt nicht so viel Licht nach außen dringen. Nein, das nicht. Aber wir laufen trotzdem. Es sind vier Öllampen, die wir angezündet haben. Die geben auch Licht. Also. Ja. Wo seid ihr hin unterwegs, sagt er dann? Nordhag. Auch nach Nordhag, ja. Nach Nordhag. Ist das euer Ziel oder geht es dann weiter? Dann geht's weiter. Wo geht es weiter, wenn ich fragen darf? Richtung Süden. Richtung Süden. Süden. Wohin? Wir dachten so an die lieblichen Felder. Das soll ja um die Jahreszeit recht schön sein. Ja. Habe ich gehört, dass es dort schön sein soll. Wart ihr schon mal dort? Nein. Ich auch noch nicht. Und ihr seid aber auf dem Weg dorthin, nicht wahr? Ja. Unser Weltgefährte Dymian da hinten kommt aus den lieblichen Feldern. Er meinte, dort könnte man um diese Zeit gutes Geld verdienen. Könnte man gutes Geld verdienen? Also jetzt nicht für Leder anbieten, also für eure Waren, aber ja. Für Leute wie uns gibt es halt immer Arbeit. Also ich bin total verwirrt. Ja, also geht sich gerade gar nicht aus. Ich sag gar nicht aus. Ja. Ich denke, es wird irgendeine Strategie sein von Thymian, keine Ahnung. Ich sag, ja. Das stimmt schon, ja. Der Kleine schaut immer so auf diese Kutsche. Eine Sonderanfertigung. Dürfte ich sie mir anschauen? Innen? Von ihr, ich lasse auch meine Waffen da und er legt wirklich seine Waffen, gibt seinen. Ich glaube es auf meine Rapiere, das wird nicht notwendig sein. Ihr könnt mir auch die Hand zusammenbinden, sagt er dann hinten am Arsch. Mich würde das wirklich interessieren, diese Kutsche ist wahrhaftig beeindruckend, sagt er dann. Pompös könnte man sagen. Dir wirft er dann diese Flasche hin. Wenn du sie fangen willst, Kopf kannst du sie fangen. Ja, genau. Das ist ein Angriff, los! Also ich würde mir das Fangen eigentlich gerne sparen und gleich mit den Zähnen auffangen. Beißt die Flasche. Ja, genau. Leider verkifft, oder bist du? Ja, genau. Nein, kannst du? Nein, also ich fange die Flasche. Da wird ein Korken drauf sein, nehme ich an. Ja, ist ein Korken drauf. Ja. Ich mache mal. Es ist noch halb voll.
Durchsichtig? Also du siehst nicht rein. Du okay. siehst nicht rein. Ich mache einmal auf und rieche einmal dran. Ja, es riecht nach Schnaps. Aber wie auch noch, gerade dass du nicht die Augen wegbrennt. Also das ist wirklich. Das ist Erbe. Enzo. Freudentränen. Ja, Freudentränen, aber. Es wird zu scharf für euch. Nein. Freund, bitte. Setzt euch zu uns ans Feuer. Der andere sagt so, was sind das für Pferde? Wartet, sagt er dann, wartet. Das sind Traloperiesen. Habe ich recht? Da habt ihr recht, ja. Gute Sorge. Ihr habt gute richtig Sorge. Gute Pferde für so eine große Kutsche, sagt er dann. Die waren auch notwendig, möchte ich meinen. Ich nehme mal einen Schluck. Ja. Aber nicht so richtig anzahnen, sondern wirklich nur so. Zumindest glaubst du das. Wie schmeckt er? Sag, schmeckt er gut? Ist also er zum Riechen oder ist er für den Arsch? Na, er riecht eigentlich, also er schmeckt genauso wie er riecht. Es ist so ein klassischer Kräuterbitter. Ja. Aber er hat so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack. Mhm. Okay. Aber es ist gut. Das ist gut. Boris sagt dann, hey, nee, da ist auch noch was für uns da. Ich sage, ich mache nur so. Hm? Du kannst es gerne weitergeben, sagt er dann. Mach nein, dann danke, wieder. Danke. Ich bin schon Alkohol, danke. Seit wann, liebliches Feld? Da wird doch, ist doch nicht Alkohol auf der Tagesordnung, wird man dann nicht schon als Säugling damit aufgezogen? Nein, mir diesmal nicht so ganz. Anscheinend ist es einfach nur mein Thymian, was er mich sagt. Ich weiß, ja, Wein und so, habe ich gehört mal. Das oder ist richtig. Wein, na, mit dem kann ich leider nicht anbieten. Und der andere, der Kleine. Können die jetzt in die Kutsche gehen? Mich würde das wirklich interessieren. Und ich heb so meine Hand so, ja, komm doch. Und dann lege ich meine Hand auf seine Schulter. Komm doch mit mir. Möchtest du ihn bestehlen? Nein. Okay, gut. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht! Bist du vergewaltigt in der Kutsche, oder? Ja. Ah, okay. Aber so richtig. Gut, und ihr zwei geht's zur Kutsche, ihr zwei steht's noch immer, also ihr vier. Den hab ich da jetzt genommen? Den kleinen, das ist der Ulrich? Ulrich, oder? Ulrich, ja. Genau. Der Ulrich. Das jetzt ans Lagerfeuer, kommt zu uns. Jetzt hier stehen mit gesagt. Lagerfeuer sehe ich hier aber keines. Also die Lampen zu uns hinter natürlich. Aber unsere Sessel stehen draußen. Also ich glaube es urgemütliche Partie. Also ich meine, nicht jetzt, mit denen weiß ich nicht, wie sie euch fühlt, aber für euch war das da so, oi, da ist das geil. Und dann kommen da so drei Gestalten, oh ja. Und die sagen, die sind zu fünft. Das ist wie vom Festival, das gefällt mir nicht. Wir sind zu viert, oder? Nein, fünf sind's. Insgesamt sind sie fünf. Drei sind da und zwei sind bei dem anderen. Du hast vier gehört, ja. Ich habe eben vier gehört. Du hast vier gehört. Nein, passt schon. Gut, also nein, es sind fünf. Insgesamt sind es fünf, ja. Okay. Aber in Dümian kann ich auch mal was anderes hören. Eben, Dümian ist ja leicht. Verstehe. Genau. Gut, ihr setzt euch quasi. Die zwei setzen sich am Boden, auch wenn jetzt da zum Beispiel Stühle waraten zum Hinsetzen, ja. Ja. Sie setzen sich automatisch am Boden. Mhm. Und reichen, also du unterhältst dich da in der Zwischenzeit mit Boris, du schaust den anderen vielleicht, schaut sich so still und so an. Und du öffnest, wenn du das möchtest, die Kutschentür. Ich öffne die Tür und sage so, tritt ein, Freund, bring Glück herein. Wow. Kommt rein und dann knistert so in dem Kamin schon das Feuer. Und liegt noch genau der Duft von dem Essen vielleicht noch da drinnen, ja, weil es jetzt nicht eine elektrische Abzugshaube immer. Aber also du siehst an seinem Blick, der ist begeistert, ja. Also der ist wirklich. Der kommt sogar vor, als würde er sich so ein bisschen die Füße, bevor er reingeht, so ein bisschen abstreifen, so an irgendeiner Kante so. Und geht dann rein und. Wer hat das gebaut? Das, also diese geniale Idee, möchte ich meinen, kommt von meinem guten Freund Thymian und ich habe sie mit der Hilfe, also mit viel Hilfe eines Zwerges gebaut. Da kriege ich ja nichts mit, ich schaue die Typen. Das ist richtig schön. Dürfte ich mal schauen? Dürfte ich mich umschauen? Ja, selbstverständlich. Da hinten ist unser Kleiderschrank und da haben wir zwei Stockbetten. Kleiderschrank habt ihr? Ja, und ich mache den dann so auf und dann sind wirklich so Kleider reingehängt. Wow. Wir haben ja Ersatzgewand mit. Ja. Die kommen auch mir schon sehr sympathisch vor, oder? Muss ich schon mit dabei? Sympathisch ist, es ist sinnfremd, es ja. ist aber irgendwie komisch. Man merkt, dass sie nicht böse sind, augenscheinlich momentan halt. Ne? Ich denke mir gerade, wenn er vielleicht was kochen sollte für sie, für eine Kleinigkeit vielleicht. Es müsste eh noch was da sein, oder? Ist noch was überblieben? Ja, oder dann. Ja, machen wir. Der Würfel 1 bis 10 ist was überblieben. 10 Rationen, wenn man raus. Nein, der hat okay, aber nur. Wir haben alles gegessen. Habt ihr einen Hunger? Und schau dir zwei Leute so an, du musst so sitzen.
Also du unterhältst dich vielleicht mit Boris über irgendwas und einer nickt nur so und schaut dich so an. Okay, dann ziehen wir uns wahrscheinlich so an, sie so einen Dolch so raus. Immer so starr und schaut. Okay. Na gut, dann. Hat der schon irgendwas gesagt, dieser Richtung Rudolf? Nur die Pferde. Okay. Nur die Pferde. Und geh mal Richtung zum Stein, zum Bock, der am Boden liegt und Stein. Dann hast du den Klippen runtergeschmissen. Den hast du den runtergeschmissen. Verdammt, ich nehme den. Und den schon hast du runtergeschmissen. Okay, und den Dolch wieder einstecken und schein weiter so an. Versteckt sich jetzt hinter der Kutsche so. Ich komme jetzt nicht mehr raus. Sehr urpeinlich. Sehr urpeinlich. Ja, ich habe mich vor diesen Fremden zum kompletten Narren gemacht. Dann schaut er rein in die Kutsche und er sieht, wie ich da mit Olmrich rumschmoos. Hast dich aber umgezogen, du hast nur die Schürze. Okay. Das anscheinend geht das halt wirklich schwer. Ich bin runtergestoßen, verdammt. Wieder dafür. Ja, ja, du kannst auch runtergehen, die Klippe. Ja, du kannst auch nicht runtergehen. Sag Boris, wenn ich mir das so anhöre, was ihr unterwegs macht, wäre es weit hergeholt, euch als Söldner zu bezeichnen? Ja, sagt er dann. Also es ist nicht weit hergeholt. Sagt es ist überlegt dann so, wie soll ich jetzt das am besten beantworten? Es ist nicht weit hergeholt. Nicht weit hergeholt. Weil, also mein Freund Dymion hier, und ich zeige auf ihn, ist auch ein sehr chorgefälliger Söldner. Betet ihr auch Chor an? Er überlegt so, ja, warum nicht? Blut ist Blut, nicht wahr? Blut ist Blut, ja. Nein, ich fragte mich nur, weil euer Gesicht scheint Geschichten zu erzählen, möchte ich meinen. Einige Geschichten, sagt er dann. Einige Geschichten. Ja, das kann man durchaus so. Aber ich stehe noch immer hier. Oder ich sitze hier vor euch. Die anderen nicht. Und dabei nimmt er einen Schluck so. Da sind so da seitlich sogar ein bisschen was runter. Und so. Geil. Okay. Ihr dürftet schon weit, weit rumgekommen sein. Wohl, wohl, sagt er dann. Hauptsächlich hier im Norden, Lovangen-Bereich? Norden, Lovangen und auch Richtung Osten eher. Osten? Sagen wir mal, die Narben kommen so aus den Gebieten. Um die Warunkei herum? Er nickt. Und wie du Warunkei sagst, schaut der dich dann. Du kommst dann mit nichts eigentlich wieder. Weiß ich nicht, ob du setzt dich wieder hin oder bleibst du dort hinten stehen? Ich setze mich wieder debattieren und schaust dich wieder so an. Er tut so, als wäre nichts passiert. Und es ist so ein... Tut mir leid. Ich dachte, wir hatten noch etwas übrig, aber ich habe alles verputzt. Aber wie leid. Der Anne Warunkei sagt, ist ihm das eigentlich wurscht, er schaut so rüber. Merke ich das? Mhm. Worüber schaut er? Zu dem Gespräch von Boris. Okay. Oh Rudolf, ihr wirkt interessiert an unserer Unterhaltung. Warunkei, Scheißgebiet, sagt er dann. Hatte mein Freund Dymion auch schon zu berichten, ja? Ja. Ihr wart schon mal in der Warunkei. Welche Stadt habt ihr besucht? Die haben dich ganz schön in die Scheiße geritten. Schau mir den. Ein Schwammer. Und du hörst aus der Kutsche immer so ein Wow! Das ist ja riesig! Das ist riesig, ja. Das ist ja stabil! So was Großes habe ich ja noch nie gesehen. Und das ist ein Stück? Ja, ihr könnt. Und dann hörst du von mir so: Ja, ihr könnt ihn auch ruhig mal anfassen. Das hört sie von Ihnen, ja. Okay. Aber bei euch ist jetzt gerade ein anderes Ding. Mhm. Als ich ihn gefragt habe, ob er Chor anbetet und er gesagt hat, warum nicht. War da irgendwas komisch dabei? Wen betet ihr an? Ich hatte euch bereits zum Gruße gerufen. Mein Gott ist Praios, ja. Da, wollte nochmal sicher gehen. Verrückt. Tragt er irgendeinen Anhänger oder einen Ring oder irgendwas erkennen? Hat er noch alle Finger? Hat noch alle Finger. Ja, aber es fehlt ihm ein Stück von der Nase. Sag, ich, es tut mir leid, wenn ich da jetzt etwas forsch wirke, aber ich bin von Haus aus ein neugieriger Mensch. Was ist mit eurer Nase passiert, Boris? Ihr seid ein Krieger, nicht wahr? Ich heb so ein bisschen mein Schwert nach oben. Mhm. Könnte man durchaus so sagen, ja. Was passiert in Schlachten? Es wird gekämpft. Was kann da abfallen? Körperteile. Darf ich fragen, in welcher Schlacht ihr... Es war keine Schlacht, es war einfach nur ein Gerangel zwischen Besoffenen, möchte ich sagen. Bitter.
Das sind die bittersten Schlachten, möchte ich meinen. Richtig, ich würde gerne berichten können, dass es in einer heroischen Schlacht ich mein ein Stück von meiner Nase verloren hätte. Nein, eine scheiß Taverne in einem scheiß Dörfchen mit einer Glasscheibe. Wie gesagt, das sind die bittersten Schlachten. Richtig. Erkenne ich beim Rudolf, wenn der so ruhig bei uns am Lagerfeuer ganz sitzt, ruhig. Fehlen dem irgendwelche Körperteile? Nein, fehlen keine Körperteile. Nur ein vernarbtes Gesicht. Aber vielleicht nicht so wie in Boris sein Face, sage ich mal. Ja. Und wieder hin. Wow. Kurz zu euch zurückzukommen. Möchtest du noch irgendwas fragen? Ich warte mal, was da drinnen passiert. Also mach mal das mit ihm und vielleicht habe ich da noch eine Frage. Mhm. Ich also interessiert nur so zu. Und somit öffnest du da und da die Kisten, wo der Platz ist, und unten zeigst du ihm, wo das Holz ist, und da oben sogar, wo Goldschatten, der jetzt da ja nicht da ist, oben einen Nistplatz hat und so. Und irgendwann öffnest du dann auch die Truhe, wo ihr die Urne untergebracht habt. Er blickt so auf die Urne und sagt so, schaut sich die so an und sagt: Golgarian, Peter? Ja, wir waren in der Begleitung von einer solchen Person. Von solchen Personen, sagt er dann? Ja. Ein Freund von euch da drin? Der Freund eines Freundes. Ein Freund eines Freundes, sagt er dann. Ja. Und irgendwie wirkt auch sein Gesicht jetzt auch ein bisschen... Die Begeisterung hält sich jetzt so in Grenzen. Jetzt hört ihr auch drinnen kein Wow mehr oder so. War ein Rabenritter, ein Golgarit. Nie Rabenritter genannt. Okay. Sagt man das nicht, oder wie? Rabenritter? Genau. Ist das so abwürdigend, oder? Ja, richtig, genau. Von mir aus hast du das auch schon mal gehört, in dem Büchlein gelesen. Ja, es ist ein Gebetsbuch, ja. Also, wenn man schlecht von Golgariten redet, sagt man Rabenritter. Okay. Aber wenn er das so sagt, dann mache ich die Truhe zu, stelle sie wieder an ihren Platz, drehe mich um, stehe auf und sage: Ich glaube, es ist Zeit, dass ihr geht. Das glaube ich auch. Dann kommen sie raus, also er geht dann auch raus, er schaut dann so. Aber als die beiden rauskommen, schaue ich schon Thymen an, oder? Dann und schauen, wie seine Gesichtsmimik ist, weil das sagt mir doch schon etwas, wie sie mir schon lange. Meine Miene hat sich etwas verfinstert. Du denkst da wahrscheinlich eher so, er hat irgendwas bekrittelt, der Kleine. Drum ist jetzt der Dünger so angefressen, so. Ja. Ja, genau. Also kann, jetzt nicht wegen dem. Ja, aber ich kenne das schon lange. Das könnte ruhig sein, dass er gesagt hat: Na, ich hätte das anders gemacht. Und das so. Bitte verlasst jetzt die Kunde. So eine fette Ader bildet sich am Hals. Okay. Na gut, weiß ich mal Bescheid. Okay. Gut, und somit kommen der Dümjan und der Kleine, Ulrich, glaube ich, war das, gell? Ulrich war der Kleine, genau, hast du gesagt. Kommen dann heraus. Du siehst vielleicht, weil du schon länger mit ihm zusammen bist, irgendwas war da, wahrscheinlich hat er, wie gesagt, was bekrittelt oder die Kutsche, dass irgendetwas nicht so sein sollte, wie es gebaut wurde. Ja. Du kennst mich ja. Ich kenne dich. Boris, der blickt dann so rüber und der Kleine sagt dann: Wir sollten gehen. Wir sollten eh wieder zu unseren zwei Männern schauen, oder? Ja. Boris schaut ihm so an. Ulrich schaut Boris an. Und Boris schaut dich an und sagt: Es ist schon spät. Ja, wir sollten uns, glaube ich, zurückziehen. So früh wollt ihr schon gehen? Ja, so André, diese Herren wollen sich zurückziehen. Und dann schaue ich beide so ein bisschen finster an. Mhm. Der andere schaut ihn noch immer so an. Steht dann aber auch auf und schaut ihn noch immer. Mir fällt es auf, dass er mich permanent anschaut, oder? Wie bitte? Mir fällt es ja schon sehr auf, dass er mich permanent anschaut. Ja, die zwei haben sich unterhalten, ihr zwei wart in der Kutsche, war leiwand, plötzlich nicht mehr. Mhm. Da kommt kein Gespräch, ihr kommt sich auch vielleicht verarscht vor. Wollt ihr etwas essen, warte, ich mache euch vor, so setz dich wieder hin. Er fragt dich, du hörst eine Frage, in welcher Stadt war der schon? Vielleicht ist er auch einfach nur verwundert. Ja, dass du vielleicht nicht die Wahrheit sprichst. Mhm. Ja, weil bis jetzt hat nichts hingehört. Mhm. Dann steht auch er auf und Boris steht auf. Boris blickt dich an und sagt: Gehabt euch wohl, habt noch eine angenehme Nacht. Wünschen wir euch auch. Gehabt euch ebenfalls wohl.
Und mit diesen Worten wenden sie sich dann auch von euch ab und verschwinden dorthin, von wo sie gekommen sind. Das heißt, die Verabschiedung war plötzlich eigentlich eisig, sehr cool. Eisig, kalt, schnell weg. Warte. Wenn sie sich dort ungefähr, wo wir sie getroffen haben. Warte, ich muss mal wieder zur Karte. Ich muss mal ganz kurz anhalten, was sagen, bevor sie ganz komplett verschwinden, oder? Sag mal du da, sag mal nur eins. Die stehen ja eh fast neben mir. Mhm. Da kann ich auch flüstern. Ihr wisst aber nicht, was da war, gell? Er hat auch noch nichts gesagt, Dümmer. Nein, da passiert ist, das weiß ich schon, aber. Ja, das weißt du nicht, was da passiert ist. Sag ich ja, das weiß ich nicht, was bei euch passiert ist. Kurt, denkt ihr, würde es Sinn machen, zu beschatten, wohin sie unterwegs sind? Also, das war auch mein Hintergedanke. Ich nur auf alle Fälle. Nur einmal ganz einfach so an meine Eule denken, dass sie mir folgen sollte. Mhm. Und. Ihr braucht nicht allein gehen, Kurt. Achso. Du auch. Ja, ich nicht. Ja. Ja, es ist besser, wenn du da bleibst. Ich schepper wie die Klumpensacke. Wir gehen zu zweit. Wir kommen gleich. Es ist mir so. Immer so an. And I will always. Ich halte noch meine Hand so hin, dass du mir die Schlüssel für die Kutsche gibst. Für die Türe. Ich komme wieder, Anselm. Ja, okay, da hast du. Ich nehme also noch den Schlüssel von der Türe der Kutsche an mich. Und sofort, bevor wir wirklich komplett aus dem Zipfel verschwinden, sind sie schon. Ihr müsst euch einmal zusammensprechen, was machen wir hin und her. Ja. Du kannst eine Fährtensuchenprobe von mir was machen. Ja. Aber es geht nicht in dieser Dunkelheit, es ist stockdunkel, außer du verwendest eine Lichtquelle, kannst du denen nicht folgen. Okay. Mhm. Das ist klar. Das ist wie wenn ich jetzt in einem dunklen Haus losgehe. Ich meine, die werden auch jetzt da nicht schnell sein, das ist schon klar, sie müssen ja auch. Aber sie wissen zumindest, wo sie hin müssen. Ihr habt ja keine Ahnung, wo wir gehen. Ich würde sagen, schauen wir nach, da stimmt was anderes bei euch überhaupt. Ist das aber plötzlich dunkel? Bist du ganz plötzlich komplett dunkel mit der Dunkelmine rausgekommen? Ich schaue dann so finster und sage so, mit so einem schmalen Mond, sage ich, Rabenritter. Was bedeutet? Kurt weiß das nicht. Nein, Kurt weiß das gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Was soll das bedeuten? Was meint ihr damit? Wie sagt das nichts? Golgariten werden, wenn man abschätzig von ihnen redet, auch Rabenritter genannt. Also eine Beleidigung, kann man sagen. Ja. Ah, verstehe. Und dann habe ich diesen Herren gebeten, unseren Palast schleunigst zu verlassen. Sie haben die Urne gesehen. Ah. Oh. Und deswegen hat er dich gefragt, welchen Glauben ihr habt, Golgarit oder sowas. Scheint das mit dem was zu tun, oder? Ich weiß nicht, was sie gegen Golgariten haben. Nein, ich hatte ihn nur ursprünglich gefragt, weil in Aventurin ist es allgemein Brauch, dass man sich zumindest irgendwie mit seinem Gott vorstellt. Normalerweise zumindest unter zivilisierten Leuten. Ist das wirklich so? Ja, aber die haben das irgendwie nicht. Das heißt, ich müsste dann sagen, Horas zum Gruß oder was? Nein, du musst es nicht tun, aber es ist ein allgemein üblicher Brauch. Vor allem, wenn man sich überhaupt nicht kennt und wenn man mitten im Wald auf fremde Leute trifft. Na gut, ich würde sagen, Simon. In den Flussland zumindest. Wenn man sein sollte, Goldschatten kommt zu dir und sagt dir Bescheid. Mhm. Und somit würde ich versuchen, mit Simon das Gebiet ein bisschen abzusuchen oder weißt du. Ja, ihr wisst ja, in welche Richtung sie mal gegangen sind. Genau, dort kann man natürlich anfangen, dann noch Spuren zu suchen. Das kannst du natürlich, könnt ihr beide machen. Das muss nicht nur einer machen. Könnt ihr beide nach Spuren suchen. Was bei dem Untergrund nur etwas schwieriger ist natürlich. Und Dunkelheit ebenfalls. Und Dunkelheit ebenfalls, das heißt -2 auf Fährten suchen. Okay. -2 hast du gesagt, gell? Mhm. 12, 5, +2. Mhm. Ich habe schon gewürfelt und ich sehe dann so Äste, die so ein X bilden, so Gott, hier, der X markiert den Schatten. Alles klar, kenne ich aus. Auch gut zu sagen, nicht geschafft. Lass es, Timon. Ich schau schon. Oh, habt ihr eine bessere Spur? Ich glaube schon. Schaut mal hier. Und ich denke, Vorspur, das ist viel besser als Äste. Glaube, das müssen die Äste sein, die anderen verloren hat vorher. Und folgt den Trittspuren, die werden jetzt die Wiese etwas rundgedrückt haben, nehme ich mal an. Und ja. Wie auch immer jetzt da. Und versuche jetzt eben dieser Spur etwas ganz langsam und leise natürlich nachzugehen.
Gut. Du findest gekonnt Spuren am Boden, Kord. Es dauert zwar schon ein bisschen im Dunkeln, ja. Dümmern will dir ein X zeigen. Was du merkst gleich so. Heute, Goschen. Ja, ich schon gut, komm mit. Gib mir die Hand. Du siehst, wie deine zwei Gefährten so Hand in Hand im Gebüsch verschwinden. Im Dunkeln verschwinden. Ich bleibe wachsam bei der Kutsche zurück. Ich schaue auch sicherheitshalber nach den Pferden, weil sie hatten erwähnt, es gibt noch zwei andere. Mhm. Nicht, dass die da dabei ums Lager herumgeschlichen sind. Mhm. Sind die Pferde noch da? Mhm. Oh, es sind sehr Pferde. Es sind keine Pferde da. Hast die Kutsche zusammen. Ich kann es nicht, minus 5 ist das Maximale. Ich würde es wahrscheinlich auch schaffen. Braucht gar keine Pferde, gell? Es geht schon. Es gibt auch Dinge, die sind einfach unmöglich. Also, anderen. Ja? Es ist total ungut. Ja. Dieses Gefühl, hier jetzt alleine zu sein. Ja, aber der hat ja eine Verteidigung 20 oder so. Ja, aber du hast gehört, 5, 3 waren hier. Könnten noch 2 winden. Entweder das ist wirklich ein Hinterhalt oder das ist so wie der Verarsche damals in Lowangen mit dem Geschäft, wo man uns dann schon die Reihenfolge ausmachen. Wie komme ich in meine Blöde? Was ich gut kriegen lasse. Der war aber legendär. Der war wirklich legendär. Cool, wirklich cool. Ja. Also ungut, auf die jeden Musik Fall. Die Musik passt auch, ja. Es ist ungut. Du siehst noch Thymian und Kord am Boden um und um kriechen, nach Spuren suchen, vielleicht noch so schemenhaft. Dann sind auch sie weg in der Dunkelheit. Was zurückbleibt, ist der Sternenhimmel über dir, das flackernde Licht eurer Lichterquellen, deiner Lichterquellen jetzt da. 3 Öllampen sind noch. 3 Öllampen und sonst nichts. Und der geht immer wieder so im Kopf. 5. Du hast nur 3 gesehen. Aber die Pferde sind noch da. Die Pferde sind noch da. Die schlafen aber schon, oder? Ja, sie liegen nicht auf der Wiese, Pferde stehen. Nein, die schlafen im Stehen. Genau, richtig. Die stehen? Ich glaube, das wundert mich jetzt schon zum dritten Mal. Ja, das kann schon sein, aber die schlafen wirklich im Stehen. Pferde machen das so. Ja, Fluchttiere, damit sie schneller weglaufen können. Esel zum Beispiel nicht, die legen sich hin zum Schlafen. Es ist schwierig für dich, die Spuren zu finden. Mhm. Es vergeht auch Zeit, es ist nicht so, dass man schnurstracks drauf losgeht, sondern du musst immer wieder stehen bleiben, suchen, weil man verliert dann in der Dunkelheit. Das ist natürlich geil. Ein Tier. Nein. Gästewald. Ist so durch. Schleicht euch voran. Nach etwa 300 Schritt den Wald entlang. Dümmern, glaube ich, geht hinter dir, weil du hast die Spuren. Mhm. Bleibst du stehen, hebst die Hand. Denn du kannst plötzlich Stimmen aus der Dunkelheit kommen hören, in die du dich oder ihr euch bewegt. Auch der Schein von Feuer schimmert zwischen den Bäumen. Die haben Kinder. Naja, wir auch. Wir sind uns nichts gleich geblieben. No. Du schätzt, so wenn du dieses, weißt du, das ist dieses Grindige, wenn man so an den Bäumen dieses Flackern von Licht sieht, ja. Das schaut schon so aus. Ja. Du hättest so 50 Schritt, weil man sieht das, wie gesagt, schon von der Ferne, ja. Und dort anzukommen. Es sind laute Wörter, die du hörst, ja. Aber du verstehst das nicht. Das ist einfach noch zu weit weg. Ja. Verdammt. Gehst du näher? Geht's dir näher? Ich bin gerade überlegen. Ich weiß, es ist ein bisschen. Ja, Paul, ich bin ja. Wie viel hast du verbergen? Voll. Was? Ich bin voll. Wie viel verbergen? 10. 9. 9. Taschendiebstahl. Ich habe wieder deine Kette an. Taschendiebstahl. Wir sind gleich gut. Wollen wir sich näher schleichen, bis wir das verstehen oder ausmachen, wie viele es sind, ob es nur 5 sind, ob es vielleicht doch als 10 Stimmen sind. Dann macht ihr mir eine Schleichenprobe, die laut Dunkelheit minus 2 ist. Okay. Kurz von beiden aufgehört. Wieso minus 2, wenn es finster ist, ist es dann nicht eher plus 2?
Für ja, uns? Aber ja, stimmt. Nein, machen wir null. Weil ihr müsst doch schauen, dass die Äste nicht da dreht, wie zum Beispiel die, was ich gefunden habe. Ne, die habe ich alle aus dem Wald rausgehört. Also, die liegen alle bei euch auf der Kutsche. Während die versuchen zu schleichen, schaue ich bei den Pferden auch nach, ob der Kord sie eh gescheit festgemacht hat, dass die da nicht weglaufen können. Was ist ein Ästchen? Was hast du? Ich schaue eh so aus. Ich stelle mich jetzt auf. Darf ich noch wissen, ob er sie ordentlich festgezurrt hat oder nicht? Wie bitte? Darf ich noch wissen, ob er sie ordentlich festgezurrt hat oder nicht? So halb, würdest du sagen. Das ist so typisch Dymion. Ja. Schnell. Okay, na dann würde ich auf jeden Fall die... Nein, er hat es eh gut gemacht. Das ich würde auf jeden Fall... Wollte etwas essen, das hat mir wohl gefallen. Ja, warte, ich bringe euch etwas. Scheiße, nichts genau. Setz dich hin, als wäre nichts. So ein Blutfleck am Bock. Ja, genau, da habe ich ihn ja runtergeschmissen. Genau. Ja. Nein, das ist cool, mir taugt sowas. Das ist menschlich, ja. Es kann alles passieren. Ja, es kann alles passieren. Ich finde das ja super, dass ich es jetzt dann nicht lächerlich mache. Ich finde das eine super Sache, ja. Warte schon. Das gehört einfach dazu. Ich tue auf jeden Fall noch einmal und schaue, ob der Knoten, den er gemacht hat. Für Andrin hast du es natürlich nicht so perfekt gebunden. Um das geht es. Du weißt, doppelt hält besser bei ihm. Er weiß, einmal reicht auch. Du bist dann ziehe ich noch einmal ein bisschen fester. Ja. Und um mich zu beruhigen. Das ist schwierig, aber ja. Versuche ich, nehme aus meinem Rucksack heraus. Die Bürste, die ich habe, und fahre den Pferden ein bisschen durchs Fell durch. Striegeln. Also so... Nicht nervös. Blut schon, das Fell schon. Ist auch schon aufgeschrieben. Genau. Oh Gott, wer hat dir das angetan? Also ich mache das eigentlich so halbherzig. Ich stehe so mit dem Rücken zu den Pferden hin und du so... Die spüren sowas, gell? Musst du aufpassen. Ja, ich weiß. Streichst du jetzt wirklich das schlafende Pferd? Ja, sicher. Das macht denen nichts. Die finden das geil. Na gut, fahren wir. Halt meine Hand. Du bleibst jetzt gefällig sitzen, Alter. Nach 20 Schritt Entfernung, also es sind noch 20 Schritt Entfernung, hör dir auf einmal, wie Eisen auf Eisen schlägt. Schreie, tiefe Schreie, viele Schreie, ganz viele Schreie. Bitte was? Es ist logisch für euch, da wird gerade gekämpft, aber richtig gekämpft. Da geht's gerade richtig ab. Es geht Mörder ab. Und du seht es natürlich jetzt, weil es ist so näher. Es ist wie so ein kleiner Tal, also kein Talkessel, es ist wie so ein. Ja, so es geht so ein bisschen an Hand. So eine Mulde eigentlich. So eine Mulde, genau. Ja. Wer kämpft da gegen wen? Ihr seid noch zu weit weg, wollt ihr näher kommen? Das ist selbstverständlich. Ja. Dann bin ich dabei. Ich will. Okay. Ich will. Ich will auch. Ich will. Ihr raubt bis an diesen Hang. Es wird auch immer lauter, umso näher ihr kommt. Es wird immer lauter. Nachdem ihr euch bis zum Hang gehandelt habt, sehen wir mal an, wahrscheinlich so entlang. Warum? Und blickt diesen Waldkessel und seht dort ein Lagerfeuer brennen. Mhm. Was aber eure volle Aufmerksamkeit hat, ist ein wilder und unausgeglichener Kampf rund ums Lagerfeuer. Ihr blickt 8 kleine, finstere, dreinblickende Gestalten, bei dessen Statur es sich unweigerlich um Zwerge handelt, die wild und fest entschlossen mit Boris, Ulrich und Rudolf im blutigen Kampf stehen. Genau neben dem Lagerfeuer seht ihr 3 weitere menschliche Personen, die leblos
jeweils mit einem Bolzen im Kopf am Boden liegen. Einer der Toten ist sogar kopfüber ins Feuer gekippt, weswegen der Oberkörper des Toten zu brennen begonnen hat. Im Bruchteil einer Sekunde, es passiert alles gleichzeitig, beginnt Boris und dann auch Rudolf blutüberströmt in die Knie zu gehen. Dies bekommt der auch schon stark blutende und verzweifelt um sich schlagende der kleine Olrich mit. Kämpft gegen Zwerge. Ja, das ist so ein Durcheinander, dunkel, hell, bam, bam, bam. 8 Zwerge, 10 Zwerge. Es ist ein Kuddelmuddel dort, ja? Warum macht man das? Mit einer Körperwendung im richtigen Moment und wirklich viel Glück schafft er es plötzlich, sich vom Kampf zu lösen. Und er seht, wie er aber Hiebe einstecken muss. Fam, fam! Blut überströmt, stürmt er mit schmerzverzerrtem Gesicht und einer nachziehenden Blutspur den Waldkessel hinauf. Um sich dann weiter in die Richtung eures Lagers zu bewegen. Ihr müsst ihn aufhalten. Natürlich merken das die Zwerge, woraufhin sogleich 6 wutentbrannt nachstürmen. Die anderen 2 Zwerge, oder sind es 3, stehen mit gezogener Axt vor den am Boden knienden und aus sämtlichen Wuten blundenden Boris und Rudolf. Mach mal eine Probe auf Geografie. Warte, Dymion, du hast 3 und Korat hat auch 3. Plus 3. Plus 3? Mhm. Nicht geschafft. Nicht geschafft, warte, ich sag da gleich. Nicht geschafft? Nicht geschafft. So, da. Geografie plus 3, hast du gesagt. Klugheit. Mhm. Geschafft, Klugheit. QS 2. Okay. Es passt noch immer wieder, dass du so viel gelesen hast, ja, in der Zeit, ja. Du weißt, also diese Gestalten siehst, entlang des Finsterkamm gibt es 2 Zwergensippen. Ah, die Finsterzwerge und die Finsterkammzwerge. Finsterzwerge sind, wie ihr Name schon sagt, äußerst finstere und kampferprobte Zwerge. Es ist bekannt, dass sie Menschen unter schlechtesten und grausamsten Bedingungen in ihren Minen nach Kupfer graben lassen und mit den Orks Handel treiben. Die Finsterzwerge sehen die neuen Völker, neue Völker sind Mensch, Orks, Goblins, als minderwertig und nutzlos an. Also ich glaube, vorhanden ist nicht. Unterscheiden die sich auch optisch von den Finsterkammzwergen? Oder von normalen Zwergen? Vielleicht von der Kleidung her. Ich habe das ganz schnell gegoogelt. Es gibt wirklich die Finsterkamm, die Finsterzwerge, aber es ist jetzt nicht definitiv angegeben, wie sie sich jetzt da unterscheiden. Jetzt ein bisschen bleichere Haut haben, so wie bei Dungeons. Vielleicht haben sie bleichere Haut, weil sie viel nach Kupfer schürfen oder Kupfer schürfen lassen. Das kann gut möglich sein, ja. Aber du kriegst das vielleicht mit, auch weil du selbst Söldner und im Kampf bist und die kämpfen wirklich. Bösartig. Bösartig, gut, gekonnt. Ja. Sehe ich auch ungefähr, was die für eine Ausrüstung haben. Mach mal eine Probe auf Sinne, Schärfe, Sicht. Aber du kannst eine plus 2 nehmen, weil sie sind im Feuernähe. Also bitte mach Kampf. Die Abzüge dazu, oder? Nein, es sind plus 2. Das sind keine Kampfmaschinen. Ich weiß von nichts. Stimmt ja. ganz genau. Kurs 1. Kurs 1, du siehst Zwerge mit 2 Handhammer, Handäxte, Holzschilder, Lindwurmschläger, Armbrüste. Und Lederrüstung? Oder? Lederrüstung. Also ich ihr seid quasi hier und... Der kommt uns entgegen? Nicht direkt in eure, zu eurer Richtung, eher so seitlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt die Gunst der Stunde nutzen, um zurück zu anderen zu laufen. Ja. Die Gefahr eingehen, sich mit mindestens 8 Zwergen zu, wenn ihr eure Deckung aufgebt. Ja, ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die uns finden. Das sind sicher so verrückte Arschlochzwerge, die nachtaktiv sind.
Das weißt du auch. Es gibt Zwerge, die Finsterzwerge. Das ist auch so. Du hast halt nicht die QS, erreicht. Sind sehr viel nachtaktiv. Sehen auch im Dunkeln. Also gab's zu den Finsterkammzwergen jetzt auch schon Infos oder noch nicht? Nein. Nein. Okay. Da ist ich viel, es etwas ratlos. Geht nach QS. Ja. Es gibt noch viel, was ich eigentlich hört, aber man kann es nicht sagen. Ratlos und leicht panisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich doch. Diese Situation hätte sie euch so jetzt da gerade nicht so. Ich weiß, ich weiß, Zwerge sind mutig, kampferprobt, ja. Zwerge sind Viecher für den Kord halt. Vor allem gut. Ja. Vor allem gut. Ja, das weiß ich. Böse. Ich schaue in Tümmern leicht, doch panisch an. So, was machen wir jetzt da? Mhm. Und sofort zurückrobbend, so schnell wie möglich. So zurück, also mit Scheiße, Mann! So, ich stoß dich rund in die Mulde. Ja, genau! Genau, der Schwächere, der muss, weißt du, nicht der Schwächere oder einer muss sterben, weißt du, der Langsamere. Nein, das passt nicht. Kommt der Ulrich jetzt uns entgegen? Nicht oder? Direkt zu euch, ja, okay. Er war im Kampf, er rennt einfach los, aber es ist in die Richtung zu euch. Er humpelt nicht, oder? Er humpelt nicht, der ist auch voll Adrenalin, aber er wisst, also der ist ordentlich. Ich hau ihn. Wir müssen sofort zurück zum Lager, das sind Finsterzwerge. Sofort! Ja! Und schnappen wir uns Ulrich, wir brauchen jede Klinge, die wir kriegen können. Ulrich? Ja, der gerade an uns vorbeiläuft. Hallo Ulrich. Das geht alles urschnell, ja. Also während ihr redet, sind die schon. Ich gebe euch die Chance, loszulaufen. Ihr könnt in der Zeit ja was tun, ja. Sie sehen uns trotzdem, aber los und sehen sie uns. Oder? Nein, wenn ihr jetzt handelt, sehen sie euch nicht. Wenn ihr aber noch länger dort bleibt, dann kann es natürlich vorkommen, dass sie euch sehen. Sammeln wir Ulrich ein und dann ab zu unserem Karren. Okay. Ulrich, der steht ja unten mit die Zwerge, oder? Nein, er hat sich vom Kampf gelöst, hat er ja gerade gesagt. Der Ulrich hat sich vom Kampf gelöst. Der Boris und der Rudolf sind wieder gestreckt. Die Ulrich hinterher. Mhm. Sechs, ja. Und wie sind retten? Es sind sechs. Okay. Vier für mich und zwei für euch, das wird reichen. Okay, was? Los! Was? Machen wir. Wir können den armen Hund nicht sterben lassen. Und ich renne schon weg. Eigentlich renne ich jetzt schon. Weil ich wie rennt sie jetzt da? Ich versuche in Ulrich so abzufahren. Also da sind wir zwei und der Ulrich geht da so schräg an uns vorbei und rennt. Wir sammeln Ulrich ein und dann laufen wir Richtung Karren. Also Richtung unserer Kutsche.